Willkommen zurück zu Vampire. Wir machen hier direkt weiter, wollen jetzt auch langsam, aber sicher mal wieder zurück Richtung Krankenhaus. Und da noch ein paar Leuten helfen. Wir sind hier aber noch nicht ganz fertig, denn hier, wie ihr sehen könnt, ist noch was. Was ich mir liebend gerne noch anschauen möchte. Da ist noch ein Verrückter. Okay, der ist ein bisschen stärker, so wie es aussieht. Der hält gut was aus. Immer solange wir ihn so in der Ecke haben, ist es eigentlich ganz gut. Okay, der hält echt viel aus. Der hat sau viel Leben, der Typ. Wow. Okay. Notiz der Red Boots. Red Boot Boys, das ist da, wo Joe drin ist. Aha. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. Ah, das ist der Sohn von Joe. Okay. Das war auch mehr oder weniger dann so ein Sidequesting. Ja, krass. Dann hätten wir es auch erledigt. Gut, dann wären wir hier sogar auch fertig. Jetzt würde ich aber natürlich wieder gerne zurück ihm das mitteilen. Und dann aber auf jeden Fall zurück ins Krankenhaus. Eieiei, das Whitechapel. So ein krasses Gebiet ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. So, hier unten waren wir halt noch nicht, aber das führt dann hier rüber. Mehr oder weniger, deswegen das hier unter der Brücke lassen wir mal. Wird ein andermal thematisiert. Jetzt muss ich nur wissen, wo der Junge nochmal wohnt. So, irgendwo, wo die anderen beiden Typen aber auch stehen. Also der Joe und keine Ahnung wer. Ich glaube hier nach rechts. Bin ich hier richtig? Oh, Ratten. Können wir uns mal genehmigen auf jeden Fall. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. So, wieder volles Blut. Wo wohnen die? Ich glaube, hier wohnt er. Good evening, sure. Is there only pain and suffering in this world? So, I'm not bothered. Da. Ach so, das ist aber eine andere Information. Ah, egal. Remember when Barrett Lewis was close to your family, to your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Goodbye, young man. Is there only pain and suffering in okay, was habe ich dann gefunden? Oh Gott, wo sind die Items? Ach. Hier. Sein Name ist Albi.
Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Das ist der... Das ist Joe. Nee, das ist Barrett. Hä? Albi? Wer ist denn das? Clayton, der Joe. Das ist der Sohn. Ah, hier. Albert Palmer. Das ist der kleine Junge. Nicht der kleine Junge, sondern der... Na, ihr wisst schon. Jetzt muss ich natürlich wissen, wo der ist. Auch. Hier, wer bist du? Starius? Benjamin? Der müsste irgendwo hier sein. Da ist er. How are you? I'm not your... I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to face the risks. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. Untersuchung erfolgreich. Okay, aber keinen neuen Hinweis über den Boy hier. Goodbye, young man. Haben wir eine Untersuchung abgeschlossen, das ist doch schön. So. Und jetzt zurück zum Krankenhaus. Sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Wir haben jetzt 2200 EP. Ist nicht so viel. Deswegen würde ich das Krankenhaus gerne noch weiter erforschen. Wir müssen noch mal schauen, wann wir das nächste Mal Hauptquesten. Aber bis dahin haben wir noch, glaube ich, mehr als genug zu tun. So, ich müsste richtig laufen. Genau hier über die Brücke. Und schon sind wir da. Ah. Uff, lange nicht hier gewesen. The flower is dying. It needs water. So, wir schauen jetzt erstmal. Oh, was haben wir hier? Behandlung gegen Kopfschmerzen. Rezept unbekannt. Okay. Genau, erstmal schauen, ob wir mit dem Schwert was machen können. Können wir mittlerweile. Sehr, sehr gut. Das würde ich nämlich upgraden, damit wir mehr Damage machen. Dann entweder 10% mehr Schaden oder nimmt Blutpunkte auf, wenn die Waffe trifft. Das ist natürlich mega nice. Das würde ich eher nehmen, statt die 10% mehr Damage. Machen wir erstmal das hier. Ah, schade. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Fehlt noch eins. Sheet. Würde dann plus 6 gehen und wir hätten die Chance auf Ausdauerverbrauch um 10% senken. Jetzt ist nicht so geil. Und auch nochmal Blutpunkte aufnehmen. Dann wäre es doch jetzt sinnvoller, wenn ich den Schaden erhöhe. Oder stackt das mit den Blutpunkten. Weil hier ist nochmal Ausdauerverbrauch und hier unten wäre auch nochmal Schaden. Ich könnte theoretisch die zweimal Blutpunkte nehmen und zweimal Schaden. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Kann ich? Muss gucken, dass ich die Waffen irgendwie zerstöre oder so. Oh, hier wäre sogar Schocken drauf. Aber mit Zweihand will ich nicht rumfighten, um ehrlich zu sein. Ah, hier, wiederverwerten. Ich brauche einen Teil eines gewöhnlichen Griffs.
Bleiplatte. Wir könnten die Sachen aber wirklich wiederverwerten. Wir bekommen gutes Zeug dafür. Dann hier die Glaspiolen. Ah, muss man immer separat machen. Das ist natürlich anstrengend. Verkaufen lohnt sich ja nicht, das Zeug. Wenn ich nicht falsch liege. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Ich würde eigentlich auch gerne die Waffen wiederverwerten oder sowas, aber gut. Oder? Geht das überhaupt? Moment, ich muss erstmal ins Inventar. Ne, ich habe nur Details. Ach, schade. Gut. Ja, wir sind im Krankenhaus. Und wir wollten uns um die Kranken kümmern. Jetzt muss ich wieder schauen, wo das ist. Ist das hier? Ja. So, dem geht's gut. Kopfschmerzen. Heilen mit Behandlung gegen Kopfschmerzen haben wir sogar. Erschöpfen haben wir auch einstecken. Und Kopfschmerzen. Das sind die zwei Kopfschmerzdinger, die wir sogar gefunden haben. Die können wir benutzen. Das wäre perfekt. Dann würde es den beiden, den dreien beim nächsten Mal ziemlich gut gehen. Zwei Stück hatten wir ja schon ausgesaugt. Es fehlen noch diverse Hinweise. Wir könnten nochmal mit jedem reden. Und schauen, ob wir nochmal Hinweise irgendwie bekommen. Aber ich glaube, das muss nicht sein. Wir heilen die drei. Und dann können wir Hauptquesten. Muss natürlich schauen, wo die drei stecken. So, das waren einmal zwei Ärzte und ein Patient, glaube ich. Wobei ich auch weiß, dass wir hier bei, hier noch eine Nebenquest haben. Moment. Genau hier. Einmal die. Hier ist sogar noch eine. Und die. Okay, wir haben sogar drei Nebenquests. Ich glaube, die sollten wir auch machen. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Ja, erschöpfen. Good evening. You're the last person. I see that. Are you really? Das sind noch irgendwie Infos. How do you think these recent events will affect the Pembroke Hospital? I am not blind. There is something strange about you and Dr. Swansea. One day you'll have to provide answers. You are troubled by the death of your patient. I understand. It is something that haunts everybody in our profession. Harvey Fiddick died inside these walls, under our watch. We failed him, all of us. Don't you think the epidemic is enough to deal with, without wasting time on insults and suspicions? Yes, the epidemic. Convenient, isn't it? Just like the war, really. Hundreds are already dying, so who cares about one more? Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Sehr schön. Der wird sich erholen. Thank you for your time. Ich muss nur die anderen finden. Der war gesund, dem geht's auch blendend. Dem da hinten auch. Irgendwo rennt doch noch der andere Arzt rum. Da. Aber es sind ja noch zwei mit Kopfschmerzen. Das ist einmal er und... Oder ist noch einer unbekannt? Das ist der Typ, der da liegt, stimmt.
beim letzten Mal schon gesehen. Good evening, Dr. Strickland. Have you seen any suspicious activity in the vicinity, Dr. Reed? No more than usual. This is no laughing matter, Dr. Reed. A patient of mine has been murdered. Mr. Fiddick is dead. I should have been more cautious. Ach, den haben wir ja erledigt. Why are you blaming yourself for the death of Mr. Fiddick? It is our fault. Mr. Fiddick has stayed longer than needed here because Dr. Aykroyd and I could not agree on the correct treatment. This argument has nothing to do with his death. He was murdered. But if we had performed the surgery sooner, he would have left the hospital and avoided this fate. Ach Leute, den habe ich ausgesaugt. Ja, war ein Leckerbissen. What is troubling you so much, Dr. Strickland? Is there something else? I had to meet face to face with the son and daughter of Mr. Fiddick this afternoon. Their eyes. I could barely stand before their accusing gaze. This difficult task is part of our job, Dr. Strickland. It's our responsibility. I know. As I also know, they'll never get the answer to the question they daren't ask. They were the embodiment of cold fatalism. What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay, du hast ihn sehr. Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Goodbye, doctors. Gut, das hat mir auch gemacht. Es fehlt noch einer. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der steckt. Okay, sicher, dass noch einer fehlt? Ich bin gerade etwas neben der Spur. So, die zwei hatten wir. Stimmt, der hier. Oswald. Oswald, wo war der denn? Oswald. Ah, das waren die zwei, die unten am Ufer waren, glaube ich. Zumindest einer davon, den anderen hatte ich ja dann gefunden gehabt. Und er hätte mittlerweile zurücklaufen müssen. Den einen sehe ich hier schon mal. Hello again, Mr. Blight. I'm a turn. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was
Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Ich kann's versuchen. Hier haben wir nichts mehr. Gut, Oswald ist hier eben an uns vorbeigelaufen. Kannst du es für mich aufmachen? I cannot enter. Mann, der ist hier rausgekommen, ey. Ich würde hier schon gerne rein. Da ist er. We fought for England, but... Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Sehr schön. Gut, quatschen wir nochmal mit dem alles durch. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. As a soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. Oh nein. Hinweis fehlgeschlagen. Ich könnte zwei sogar, also von ihm auch noch. Oh, ich könnte kotzen. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Okay, wenigstens haben wir den Hinweis. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital. I can't stand being closed in. It makes me feel like I'm suffocating. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Oswald. Why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself.
You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Okay, hätten wir die auch soweit abgehakt und auch soweit geheilt, so gut es eben ging. Wir können, ich überlege, ob wir jetzt erstmal neben questen sollen. Wir haben echt einiges zu tun. Oh, das ist sogar direkt hier. Ich glaube, dem können wir uns auf jeden Fall widmen. Finde die Todesursache heraus. Jetzt muss ich natürlich permanent auf die Map schauen. Um zu wissen, wo ich hin muss. So, einmal hier durch. Ja, und dann hier lang. Und dann eigentlich irgendwie hier rüber, oder? Direkt hier drüben auf der anderen Seite. Ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt darüber? Könnte aber auch in der Kanalisation sein, oder? Das könnte tatsächlich in der Kanalisation sein. Vielleicht deswegen auch der Pfeil nach unten? Ich komme hier definitiv nirgends in ein Haus oder zumindest hier rüber komme ich auch nicht. Dann wird es eine Kanalisation sein. Ist so meine Vermutung. Was haben wir denn hier? Aha. Finde heraus, wer Thelma ausspioniert. Das machen wir jetzt noch. Der Typ ist hier der Einzige im Umkreis. Glaube ich zumindest. Wir quatschen ihn mal an. Good evening. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now.
You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Goodbye, Mr. Ch- Never ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful and Das ist nicht die Person, die wir suchen. Irgendwo hier muss noch jemand sein. Oh. Ach stimmt, hier ging es ja noch rein. Aha, hallo. Haben die die ausspioniert oder was? War das die... Was die Spione der Wache von herausgefunden haben? Aha, aha. Nice. Der örtliche Befehlshaber. Ach, der ist da hinten. Da waren wir auch schon. Okay, das wird es aber beim nächsten Mal geben. Ich werde hier die Aufnahme jetzt beenden. Beim nächsten Mal kümmern wir uns weiter, so gut es halt eben geht, um Nebenmissionen. Und machen dann eventuell auch mit den Hauptmissionen weiter. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Und haut rein.